Wann verkündet Hubertus Heil endlich die Rentenerhöhung zum 1.7.2022? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute ist der 21. März 2022. Bis aktuell 13.45 Uhr gab es noch keine Meldung über die von Hubertus Heil angekündigte Rentenwerterhöhung zum 1.7.2022. Wildeste Gerüchte schießen im Internet ins Kraut. Die Rentenerhöhung 2022 soll wegen der Ukraine-Krise nicht kommen. Deutsche Rentnerinnen und Rentner müssen für den Krieg in der Ukraine bluten. Der deutsche Staat hat auch kein Geld mehr für unsere Rentner. Auch bei uns laufen aktuell Fragen von besorgten Menschen auf. Wann kommt endlich die Mitteilung zur Rentenerhöhung? Meine Damen und Herren, um eines ganz klar zu sagen, der Ukraine-Krieg hat nichts mit der eigentlichen Rentenwerterhöhung zum 1.7.2022 zu tun. Wenn es im Jahr 2021 nominell eine Lohnerhöhung in Gesamtdeutschland gegeben haben sollte, und dies steht wohl laut dem Bundesamt für Statistik in Höhe von 3,1% fest, dann muss die Bundesregierung nach den Regelungen der Paragraphen 69 und 68 Sozialgesetzbuch Nr. 6 eine Rentenanpassung vornehmen. Und zwar muss die Bundesregierung eine Rentenwertbestimmungsverordnung erlassen und muss dann genau in dieser Rentenwertbestimmungsverordnung klar und deutlich erklären, wie hoch die Rentenerhöhung tatsächlich zum 1.7.2022 ausfällt. Wie hoch tatsächlich die Rentenerhöhung dann wirklich ausfallen wird, das können wir selbst gar nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen also nicht sagen, heute aktuell am 21.03.2022 um ca. 13.45 Uhr weiß ich nicht, wie hoch die Renten sich zum 1.7.2022 verändern werden. Aber eines ist ganz klar. Alles, was Sie an solchen Meldungen, wie ich sie eingangs dieses Videos aufgezählt habe, hören oder lesen im Internet, ist alles Humbug. Falschmeldung, Fake News. Soll Sie alle nur verrückt machen und auch letzten Endes für Verwirrung stiften. Bitte schenken Sie solchen Meldungen kein Glauben. Warten Sie in Ruhe die Nachrichten ab. Oft wird über ARD oder ZDF die Rentenanpassung verkündet. Genaue Zahlen und Daten geben wir auf rentenbescheid24.de dann auch bekannt. Oder wir werden zeitnah dann, wenn die Rentenwertanpassungsdaten bekannt gegeben worden sind, ein Video drehen, was wir auch auf YouTube veröffentlicht werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.